Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Und ihr seht es bereits, wir stehen hier vor der offenen Truhe. Es ist mir dann doch gelungen, das ganze Rätsel zu lösen. Es war dann doch nicht ganz so kompliziert, wie ich es ursprünglich oder wie ich befürchtet habe. Letztendlich ist es wirklich eine Timingfrage und ja, man kann es schaffen, man kann es schaffen. Ein bisschen Übung, aber ich habe doch 2, 3 Anläufe gebraucht und dem Kollegen konnten wir auch seinen kleinen Schatz entreißen. Nun gut, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir hier hochkommen, weil es hat ja einen Grund, warum es hier eine Kette hat, die man dann runterwerfen kann. Und ich habe den Verdacht, dass wir hier irgendwie mit dem Boot hinkommen, weil hier scheint es ja auch irgendwo hier hochzugehen und da oben irgendwas zu sein. Also, das wollen wir uns nicht entgehen. Ich glaube, deswegen steht auch oder deswegen liegt auch hier das Boot. Und das schnappen wir uns jetzt und dann geht's gleich weiter hier bei uns. So. Und los geht's. So, da hinten schläft die Schlange, die Weltenschlange. Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Ach so, man kann hier, glaube ich, überhaupt den ganzen See abfahren. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo hinkommen. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Okay. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, aha. Sie kämpfte. Wundervoll. So, auch hier gibt es wieder was zu mitnehmen. Das berühmte Hacksilber. Und jetzt ist die Frage. Kommt man da jetzt irgendwie hoch? Soll man da irgendwie hoch? Mit Sicherheit kommt man da jetzt irgendwie hoch. Die Frage ist schlicht und einfach wie. Und ich vermute, dass wir nicht ins Wasser springen sollen. Gibt es irgendwo einen Auslöser? Also ich denke doch, dass man hier hochfährt, oder nicht? Kann man nicht vorstellen, dass jetzt nur dieses bisschen Hacksilber oder was wir da bekommen haben. Aber er hat auch keinen Tipp, der Kleine. Müsste nicht dieses Ding hier runterkommen? Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist auch hier der Fall, dass wir da einen anderen Weg gehen müssen. Das Wasser gesunken ist, wurden neue Strände freigelegt. Wir sollten dort nach Ressourcen suchen. Nach neuen Stränden. Hier irgendwo? Kann man hier irgendwo anlegen? Nein. Gut. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Was ist das? Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Okay, also hier haben wir nämlich so eine Rampe, die ist unten, also die werden wir jetzt benutzen können. Sollte mir das hier Angst machen? Ups. Ups. Ach du Schande. Okay, also die Jungs haben ganz schön Wumms. Naja, gut, jetzt wir werden es nochmal probieren. Okay. Kann man immer brauchen. Die Frage ist jetzt nun, kommen die da raus von selber oder nur, wenn wir hier jetzt rumwursteln? Die hier
hier kann ich nicht lesen. Okay. Was wird jetzt hier passieren? Ach so, das ist der Teleporter. Naja, okay. Da können wir ja nur dorthin. Und, ja, können wir das abbrechen? Ja, können wir abbrechen. Gut, so sieht das Ganze also dann in echt aus. Ja, jetzt ist nur die Frage, macht es Sinn, dass wir uns hier mit den Kollegen jetzt anlegen oder nicht? So, eigentlich habe ich ja gar keine Lust. Aber wir können es ja nochmal spaßeshalber probieren. Ich vermute, dass er die hier auch nicht lesen kann. Und es wird bestimmt irgendwas bringen. Konzentrieren, Junge! So, wir werden uns ein... Oh ja. Oh nee. Das sind ja ganz heftige Kollegen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns die einfach in der nächsten Folge vor. Okay, ich glaube, da kommen wir nirgends groß hin. Also schön. Dann haben wir hier oben, glaube ich, alles, was wir brauchen und gehen einfach mal weiter zum nächsten. So. Wo zeigt uns eigentlich der Kompass hin, wo wir hin sollen? Okay. Okay. Naja, fahren wir hier nochmal ein bisschen rum. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Brauchbares. Aber mit den zwei Kollegen müssen wir uns also im Moment nicht anlegen. Das ist eher, glaube ich, hoffnungslos. Und was wurde aus dem Hasen und der Schildkröte? Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Hm. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Mhm. So, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier gleich was passiert, aber das werden wir jetzt lesen. Bitte sehr, mein Sohn. Quake hier. Naja, gut. Noch nicht bereit. Nein. Ups, hinter mir. Okay, er braucht unsere Hilfe. So. Oh, da kommen ja noch mehr. Ups. Oh je, das scheint heute nicht mein Tag zu sein. Also ein bisschen mehr konzentrieren hier. Aber auf der anderen Seite sind ja hier auch Lebenspunkte, beziehungsweise kann man hier Lebensenergie wiederholen. Die darf ich halt auch nicht verpennen. Quake hier. So, los geht's. Yep. Oh ja, die Viecher machen ja echt hier zu schaffen hier. Ja. So besser. Oh, schon. So, jetzt aber. Wo sind sie denn? War das in Ordnung?
bist noch nicht der... Gut gekämpft, ihr zwei! Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch! Nicht so schüchtern! Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Sedur und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Aha, aha. Im Menü anzeigen. Axtknauf. Dann wollen wir mal schauen. Hölzerner Griff, vielseitiger Kriegergriff. Ja, dann werden wir den doch gleich mal anlegen, oder? Gut. Jep. Wow, er ist verschwunden. Ah, vier Geister. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Aha, ein Schuppenfragment. Und natürlich das berühmt-berüchtigte Hacksilber. So, das wird uns wohl noch das ganze Spiel über begleiten. Aha, was leuchtet hier? Ach, irgendwo war doch meine Axt. So. Ja, okay. Also das heißt, hier wird es mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4 von diesen Inseln geben. Und da können wir uns jedes Mal noch ein bisschen schlagen. Und festhalten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Aha, hier gibt's Runen und da hinten ist wieder irgendwas. Gibt's hier irgendwas? Können wir hier irgendwie anlegen? Nein. Ups. Rückwärts geht. Noch eine Geschichte? Eine noch. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Okay. So. Jetzt kann man da bestimmt hoch. Jupp. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? So, hier, das dürfte eventuell leben. Das werden wir eventuell brauchen. Hier hat es Leben. Gut, Freunde. Aha. Kann man da irgendwie dann... Ne, das bringt ja wohl nichts, darunter zu rutschen. Okay. Bringt es hier was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ja. Okay. Ja, was soll's. Wir werden es versuchen. Hier, Junge. Quelkia. Oh, danke. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Noch
Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Aha. Gut. Okay. Sehr schön. Das Ganze scheint sich doch letztendlich bezahlt zu machen und zu lohnen. Okay. Ich denke nicht, dass wir die hier brauchen werden. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ach. Oh. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das denn hier jetzt raus? Mutter meinte das Hailstone. Lassen sich nicht abbrennen oder abhauen. Und was dann? Vielleicht, wenn man nach unten geht. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas ist. Nee, oder? Nö. Ja, das ist jetzt wieder die Frage. Wie kommen wir an diese Truhe? Ach, da oben ist ja auch noch was. Okay. Okay. Da oben ist auch noch was. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ah, okay. So bleibt jetzt natürlich die Frage bestehen, wie kommen wir an die andere Truhe? Ah, da ist noch was. Oh, die Axt wieder vergessen. Ach, guck an. So. Oh, toller Fund. Aber das hilft uns hier nicht. So, gibt es hier noch was? Immer dieses goldene Zeug. Ist hier oben noch was? Nein. Nee, mehr kann man hier anscheinend nicht wegschießen. Und die Frage ist jetzt... Ich glaube, dafür fehlt noch irgendwas. Okay. Der Kleine wird's wissen. Der Kleine ist ja belesen, ne? Der hat ja bei Mutter gelernt. So, okay. Dann schauen wir mal, was uns die nächste kleine Insel bringt. Welchen Geist? Weil langsam Junge, kommen wir was wieder. Was habe ich dir über das Hilfeleisten gesagt? Lass es. Korrekt. Aber könnten wir das nicht... ist keine Diskussion.
Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Kennst du noch andere Geschichten? Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus. Also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen. Doch der Vater hielt ihn auf. Schluss jetzt. Ach, du Schande. Na, wo sind jetzt die Axt wieder? Noch einer? Bin so weit. Alle erledigt. Sehr schön. So, oh, jetzt haben wir da wieder so eine Runengeschichte. Ach du Schande. Ach so. Okay. Ja, wenn es nichts Einfacheres gibt. Ja, das war doch jetzt mal leicht. So, 2 der 3 Äpfel haben wir. Und das ist auch nicht schlecht, wenn wir da noch den dritten finden, weil es hilft uns wieder ein bisschen mehr Energie. Ah, okay. Okay. Also, oh. Und? Und was? Die Feuerschale? Es sein muss. Gehen wir erstmal da hoch und schauen mal, was es da gibt. Bevor wir uns wieder um die Feuerschale kümmern. Aha, noch mehr davon. Muss man das jetzt Angst machen mit dieser schwebenden Maske? Die Chiffren, davon werden wir alle 4 wohl brauchen, um die Schriften entschlüsseln zu können, vermute ich jetzt einfach mal. Und deswegen wäre es auch, glaube ich, wichtig, dass wir da hinten dann auch hochkommen. So, an der Stelle ist, denke ich, jetzt erstmal nichts mehr. Aha. Da kann man irgendwas noch wegschießen. Aha, das liegt jetzt da unten. Okay. Ja, dann wenden wir uns doch mal den Geistern zu. Mal schauen, ob wir die auch ganz locker wieder weghauen. So, auf jeden Fall haben wir dann genügend Lebensenergie zum Aufladen. Und der Kollege wartet hier mit Sicherheit schon auf uns. Junge, hierher. Ja, Quake hier. Vorsicht, hinter dir! Alles klar! Ups, da ist gar keiner. Oha. Go!
Okay. Ah, okay, stimmt, das sind die Kollegen. Fertig. Sehr schön. War mal wieder eine Freude, wie immer. So, dann wollen wir doch mal... Hallo? Nein, die Krabbe kann man nicht. Okay, dann lassen wir... So, dann sprechen wir mal mit ihm. Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern. Doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen Bärtigen mit Tätowierung? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Und was? Vielen Dank. Ich will nicht erwarten, dass alle etwas Nützliches wissen. Tja, so scheint es wohl zu sein. So, mit den verdorbenen Überresten darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir haben nämlich wieder fast 26 Minuten hier verbracht in God of War. Und es hat mir wieder mal viel, viel Spaß gemacht, auch wenn ich wieder mal 2-3 Anläufe gebraucht habe. Nichtsdestoweniger darf ich mich wieder immer bei euch recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Wir werden dann den vierten, den letzten Geist in der nächsten Folge befreien. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.